Ein 240.000 Liter Meerwasser-Aquarium ist nochmal eine ganz andere Herausforderung als die Aquarien, die man so aus dem Wohnzimmer kennt. Heute gibt es für euch schwere Kost, denn wir gehen zusammen mit Hannes alle Technikkomponenten dieses Monsterprojektes durch und schauen mal, was man für einen solchen XXL-Pot so braucht. Nadrop. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind eigentlich dieses Video dem Publikum ja richtig schuldig, muss man mittlerweile sagen. Wir sind im Naturkundemuseum bei Hannes mit dem 240.000 Liter Aquarium. Wir sind hier über den Dächern des Riffs. Genau. Wortwörtlich Riffdach. Riffdach, kann man so sagen, tatsächlich, ja. Wir machen heute das Technikvideo. Wir gehen auf Licht, auf Strömung, auf den ganzen Klumpatsch, der dieses System hier am Laufen hält, ein. Haben die Fachkompetenz in Person heute bei uns und ich freue mich auf das Video. Ja, ich habe viele Fragen. Lass es starten. Wir haben hier ein Becken mit, wie man unschwer erkennen kann, mit lebenden Korallen. Ja. Sprich, Licht ist Leben. Wir brauchen eine Menge Dampf darüber. Jede Menge. Insgesamt haben wir 13.000 Watt LED-Power hier drauf. Wir haben uns ja am Anfang überlegt, sollen wir noch mit alter Technik beginnen oder nicht, aber es war Quatsch in der heutigen Zeit. Wir haben Tests gemacht mit unterschiedlichen Produkten, welche LEDs wir überhaupt nutzen wollen letztendlich. Für uns kristallisiert sich als beste Variante heraus eine Mischung aus einer LED Daylight, eine Blau mit 475 Nanometer Peak und eine Royal Blue mit 440 Nanometer Peak. Man glaubt kaum, dass es zwei blaue auf eine weiße sind. Das Licht insgesamt wirkt nicht so blaustichig. Und für uns war dann wichtig, am Ende Leuchten zu bekommen, die das Ganze möglichst spritzwassergeschützt dann auch anliefern. Natürlich, muss der, genau. Wenn hier gefüttert wird. Müssen wir richtig? Hier sowieso. Bei uns beim Staatsdienst ist das nochmal eine andere Baustelle als beim Privatmann, der dann vielleicht irgendwelche Leuchten hat mit Lüftungsschlitzen an der Seite. Das war bei uns nicht erlaubt, schlicht und ergreifend. Und so waren wir ganz froh, dass wir dann Hersteller gefunden haben, die passiv gekühlte Leuchten produzieren. Ich kann die jetzt gerade mal herholen auch zu uns. Das wäre jetzt eine 600 Watt Leuchte mit großen Kühlkörpern und die geht in die Tiefe mit Linsenoptik, die 15 Grad hat. Letztendlich war es jetzt so, dass auf Dauer diese LEDs doch so viel Wärme produziert haben. Da haben diese Passivkühlrippen nicht ausgereicht. Wir haben nachgerüstet mit 12 Volt Ventilatoren. Die beeinflussen den IP-Status nicht. Für uns war wichtig IP67 im Idealfall, also spritzwassergeschützt. Die zweite Leuchte, die wir hier benutzen, wäre die 200 Watt Variante für flacheres Gewässer. Die kühlt quasi über die große Alu-Oberfläche und hat aber genau die gleiche LED-Kombi drin. Ah, okay, also das Licht wird nicht unterschiedlich zusammengesetzt, sondern ihr habt überall die gleiche Kombination. Genau, da beginnt dann einfach um 8 das Licht mit der Blauphase, wie man das so kennt. Ne? Da sind dann nur blaue LEDs auch an. Und nach 3 Stunden kommt dann die Sonne, sage ich immer, dann gehen die Tageslicht-LEDs an. 6 Stunden lang Vollbeleuchtung und dann wieder 3 Stunden am Ende Blaudämmerungsphase. So, ja. Okay. Strömung. Da ist ordentlich Dampf dahinter, wobei ich immer so in Relation zur Beckengröße gar nicht so viel Strömung gebe, wie man es immer so vorgibt. Dieses 10-fache Beckenvolumen haben wir hier tatsächlich nicht erfüllt. Ganz grob haben wir das 4-fache Beckenvolumen als Umwälzung im Becken drin. Das heißt, 240.000 Liter und ungefähr 1 Million Liter wälzen wir um mit großen Pumpen. Das sind dann Hydro-Wizard-Pumpen mit 160.000 Liter die eine und mit 60.000 Liter für punktuelle Bestrahlung die andere letztendlich. Ne? Und die sind so angeordnet, dass wir im Prinzip 3 große Pumpen haben, wie ein Dreieck angeordnet hier im Becken. Das heißt, da vorne sind 2 rechts, 1 links, 1 und unter mir ist noch eine hier. Und eine davon ist so geschaltet, dass sie alle halbe Stunde angeht und runter geht. Und durch das haben wir dann eine Umkehrung der Strömungsverhältnisse letztendlich. Ihr dreht quasi immer wieder. Wir drehen immer wieder mal die Strömungsverhältnisse. Das ist auch gut für die Korallen letztendlich. Wir hatten dann so ein paar strömungsarme Löcher und die haben wir dann mit den kleinen Pumpen, mit den 60.000 Liter Pumpen ausgefüllt. Wie befestigt ihr diese Pumpen? Wenn wir jetzt mal hier
den Kollegen anschaut, ja, der ist ja in so einer Art Schiene drin, oder? Genau. Also hier an der Seite hätten wir vielleicht auch das Originalaufhängungssystem verwenden können, aber wir haben hier eine dicke PVC-Platte einfach fixiert und können im Schieber die Pumpe nach oben ziehen, wenn man mal was reparieren muss. Ah, okay, verstehe. So, jetzt sind wir einmal bei den Strömungscontrollern. Genau. Also die Vorschaltgeräte der Strömungen haben ja dann auch programmiert, ob sie voll laufen oder irgendeinen Wechsel haben und so weiter. Und wichtig ist, wenn wir tauchen wollen, können wir keinen Strömungstauchgang hier machen. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Das war der Wahnsinn. Das heißt also, hier wird dann immer auch auf Pause geschaltet, einfach so in der Art, wenn wir tauchen gehen. Sonst wird es unangenehm. Wenn jetzt Stromausfall wäre, kann ja immer wieder passieren, ja, dann haltet ihr doch bestimmt irgendwie die Strömung auch am Laufen, oder? Also es ist so, wir haben ein Notstromaggregat und das versorgt dann sozusagen die Lebensader des Vivariums. Keine Lebensader ist Beheizung, Kühlung, Licht. Lebensadern sind vor allem die Förderpumpen zum Filtersystem und die Abschäumer und dann aber auch die Strömungspumpen letztendlich. Das läuft alles weiter. Ja, das ist natürlich auch ziemlich praktisch, oder? Ja, alles aus Edelstahl. Da haben wir einen Flaschenzug, der dann auf diese Katzbahn, wie man dazu sagt, hier hinter der Klappe in den Besucherbereich kann. Wenn wir große Lasten haben zu transportieren oder am Anfang 7 Tonnen Lebengestein, da haben wir alles so transportiert, dass im Prinzip diese Bahn nach vorne lief, draußen runtergelassen wurde und dann mit der großen Kiste alles hochgehievt wird und übers Becken transportiert wird. Wir sind einmal die Treppe runtergewandert und stehen vor, maßstabstechnisch etwas größeren UV-Anlagen als der eine oder andere. Genau. Also das sind die zwei Rohre, in denen das Wasser von der Filteranlage wieder ins Becken zurückgefordert werden. In jedem Rohr fließen 30.000 Liter pro Stunde und entsprechend großdimensioniert sind dann die UVC-Sterilisatoren. Also jede Röhre hat 240 Watt, das heißt, hier gehen 30.000 Liter durch mit 240 Watt und dann nochmal 30.000 mit 240 Watt. Also 2x 240 Watt. Das genau, also 500 Watt UV-Power in etwa. Wir sind jetzt direkt unter dem Becken und ihr seht die zwei Rohre aus der Wand rauskommen. Das sind die beiden Rohre, die wir gerade an der UV-Anlage gesehen haben. Genau. Und da unten hängen zwei Pumpen. Ich hole euch mal kurz ab. Da macht jetzt jede 30.000 Liter. Das sind also Förderpumpen, die das Ding quasi komplett versorgen. So ist es. Wie ist das Ganze gewichttechnisch? Wir haben 240.000 Liter, sprich wir haben, ich schätze mal, auch fast eine 250.000 Tonnen da oben. Ja, mehr. Mehr noch mit. Wir haben ja 240.000 Liter nur Wasser. Dann kommt dazu der Riffaufbau mit ungefähr 20 Tonnen. Dann kommt noch dazu das Mauerwerk als solches. Mit einem Wort, wir haben hier im Gewölbekeller, der das nicht tragen kann, der historische Gewölbekeller, sondern wir haben eine dicke Betonplatte drüber und die ist mit sogenannten Stahlpeinern das Gewicht noch auf die Außenwände abgetragen. Man sieht hier sehr schön übrigens, wie dick diese Außenwände sind. Das kann man hier einschätzen, wenn man gerade zum Kellerfenster anschaut. Also wenn man zu Hause auch ein Becken in der Größenordnung bauen will, sollte man einen Statiker dazu holen, empfiehlst du? Ich glaube schon viel früher sollte man einen Statiker holen, weil ich kenne Decken, die bei 500 Kilo pro Quadratmeter schon Probleme haben. Ja. Das heißt also schon bei einer Wasserstandshöhe ab 50 Zentimeter müssen wir letztendlich hier auch einen Statiker schon immer holen. Lass uns doch einmal den Blick nach links richten. Hier sind quasi auch die großen Rücklaufrohre, genau, wenn ich mich nicht Also hier kommt jetzt das Wasser aus 5 Meter Höhe runtergestürzt aus dem Haibecken, aus dem Überlauf, damit dieses stark turbulente Wasser etwas ruhiger wird für die Filteraufbereitung, haben wir hier eine Beruhigungsbox. Die könnte ich manchmal auch brauchen. Durch das geht einfach das Wasser hier runter, hoch und dann fließt es ganz gemächlich rüber in die nächste Stufe. Das sind dann die Trommelfilter. Ich mache mal auf, dass man den sieht. Das ist die Trommel. Eine Gase mit 60 μ ist drauf gespannt. Das Wasser kommt von der Seite, geht in diese Trommel rein und dann lagert sich der Dreck von innen an. Man sieht hier schon, wie das Wasser dann anstaut innen drin. Je mehr die verschmutzt, umso mehr staut es an. Und dann wird eine Spülung ausgelöst. Und hier haben wir Sprühdüsen, die Wasser nach unten sprühen. Die Trommel dreht sich und der Dreck geht dann in der Dachrinne in den Gully sozusagen. Das ist eine mechanische Reinigung auf diese Art mit je nach
Gase, feineren oder gröberen Schmutzstoffen. Und weiter geht es mit Abschäumern im XXL-Format. Ich habe gelernt aus Zoo-Aquarien, dass viele mehrere Abschäumer einsetzen, dass wenn einer ausfällt, dass die anderen weitergehen. Ist das hier auch so? Tatsächlich ist so. Einerseits haben wir hier gar nicht die Höhe, um einen Großabschäumer zu stellen. Ein Sea Life würde hier wahrscheinlich so einen Abschäumer stellen, der einen Meter Durchmesser hat und 1,20 Meter und 4 Meter hoch wäre. Das hätte in dem Raum gar nicht Platz gehabt, so geht es schon los. Und wir waren jetzt gezwungen, um 60.000 Liter Wasser zu verarbeiten pro Stunde, drei solche Deltec-Abschäumer zu stellen, bei denen dann jeder 20.000 Liter verarbeitet. Die haben dann ein Reinigungssystem mit so einer Gummilippe innen drin. Eigentlich eine ganz clevere Sache. Bedeutet, dass er quasi rotiert und da entsprechend immer freiräumt. Genau, da quasi der Dreck immer abgestreift dann nur. Wir sehen ja, dass das auch sehr sauber im Gegensatz zu dem Topf oben. Das ist schon cool. Da ist natürlich das Flotat drin, das ist Dreck. Da gibt es dann immer eine Spülung, dass nichts verstopft. Aber letztendlich sauber wird es durch eine Spülung nicht in dem Flotatbereich. Ja? Wichtiges Detail für mich, die Abschäumer, so Großabschäumer, laufen letztendlich immer in Gully ab. Und ich stand dann irgendwann da und denke mir, boah, so gefühlt, ich schaue seit Tagen die gleichen Blasen an. Und man hat gar keine Kontrolle, wenn alles in Gully geht. Und das war für mich als Aquarianer völlig unzufriedenstellend. Hab dann als guter Schwabe ein Mostfass hingestellt, eingeleitet. Das Erste, was rauskam, war, die Spülung war falsch eingestellt. Jeder Abschäumer hat 800 Liter Leitungswasser verbraten. Dabei hätten wir mit 100 Liter genauso spülen können. Also haben wir erstmal die Spülung richtig eingestellt und dann festgestellt, dass tatsächlich kein Flotat da war. Ich habe mir dann nochmal Gedanken gemacht, wie wir das in den Griff bekommen. Und letztendlich sieht es jetzt so aus, dass unser Flotat in so einen Behälter reingeht. Und am Behälter ist seitlich eine Messröhre, in der wir ablesen können, wie viel Flotat zustande kommt. Und jeden Tag wird das dann abgelassen und wird in eine Liste eingetragen, wie viel Flotat dieser Abschäumer produziert hat. Und so habe ich jetzt eine Kontrolle am Ganzen. Ein anderes Detail war, in unserer Anfangszeit haben wir ja sehr viel Korallenkleber verwendet, um diese Lebensteine zu fixieren. Und dieser Korallenkleber hat immer dazu geführt, dass irgendwann mit so einem Versatz von ein paar Stunden die Abschäumer total ausgerastet sind, alles übergequallert ist und nachts bekam ich dann zu Hause einen Alarm, dass die Filteranlage hier leer gelaufen ist. Um das zu verhindern, haben wir im Prinzip die Ansaugung der Luft in den Flotatauffangbehälter verlegt. Das heißt, wenn der jetzt voll ist mit 200 Liter Flotat, was schon viel zu viel ist, dann saugt diese Luft, nicht mehr reine Luft, sondern auch Flotat wieder an, so wie das früher schon bei verschiedenen Firmen gab, als Bremse für Abschäumer, die überquallern. So haben wir ganz mechanisch eigentlich jetzt eine Reduktion vom Abschäumer, kommen am nächsten Tag, haben die 200 Liter und sehen, okay, der ist ausgerastet und richten alles wieder korrekt ein. Naja, doch, das finde ich nicht gut. Jetzt ist so, jetzt kämen Phosphatabzau machen wir vielleicht erst und Nitratfilter, oder? Jawohl, das hier sieht nach Harz aus. Das ist jetzt genau genommen Granulat, Adsorbergranulat. Und wir haben dann mit der Zeit Probleme gehabt mit dem Phosphatgehalt im Haibecken und brauchen halt relativ große Wirbelbettfilter für unseren Phosphatabzauber. Das Material selber, das haben wir ja sehr früh schon festgestellt, wenn das in Säckchen oder so wie verpackt wird, da läuft ja gar nicht das Wasser durch, da gibt es eine Kanalbildung. Man nutzt das teure Adsorbermaterial überhaupt nicht aus. Deswegen wird bei uns Phosphatabsorber immer nur in Wirbelbettfiltern verwendet. Da hat man also eine Standzeit, die 4 bis 6 Mal so lange ist, als wenn man Säckchen oder sowas verwendet. Und deswegen zwei große Wirbelbettfilter jetzt für das Haibecken mit Phosphatabsorber. Wisst ihr, was ihr für einen Phosphatwert habt? Der liegt ganz grob bei 0,1. Ah, okay. Also in der Nähe des Sollwerts, sagen wir mal. Ja, okay. Genau. Mit der Zeit haben wir dann aber auch Probleme mit dem Nitrat bekommen. Und wenn wir jetzt hier rüber schwenken, sieht man jetzt hier so einen klassischen Nitratfilter, voll mit Bakterienschlabber. Der funktioniert auf Wodka-Basis. Hier ist der Wodka. Und diese Dimension haben wir dann berechnet, müssen wir aber 20 Mal im Haibecken einsetzen. Und deswegen haben wir dann eine Spezialkonstruktion uns bauen lassen, die gleich funktioniert, nämlich mit Umwälzung und regelmäßiger Injektion über eine Dosierpumpe von Wodka dann. Wer ein bisschen genaueres über die Wodka-Methode erfahren möchte, dem verlinke ich ein Video, wo wir genau das beim Elias klären.
Weil, ja, es ist wirklich Wodka. Also man kann einfach in den Supermarkt gehen und Wodka kaufen und das funktioniert tatsächlich in der Meerwasser-Aquaristik, dadurch, dass du Kohlenstoff ins Wasser einbringst. Also, Video verlinke ich und weiter geht's. Ne, das ist hier für die ganz Harten. Ja, also, wir kaufen den Wodka dann kanisterweise. Das ist letztendlich billiger als einzelne Flaschen. Die Verwaltung muss man erstmal überzeugen, dass wir das nicht so wegkippen, sondern ja, tatsächlich ich. Für die Aquaristik hier brauchen. Der Stadtbetrieb ist nicht gewöhnt, dass man so viel Wodka verbraucht im Dienstbetrieb. Und das ist jetzt die großtechnische Variante für so Nitratfilter. Wir wollten den ganz durchsichtig bauen lassen, das war dann zu teuer, deswegen haben wir nur solche Fensterflächen drin, wo man dann die Besiedlung mit Bakterien sieht. Kannst du ganz kurz erklären, wie ein Nitratfilter funktioniert, für die, die das nicht wissen? Klar. Also man nutzt im Prinzip arme kleine Bakterien aus, die anaerob leben müssen, also ohne Sauerstoff im Wasser. Und die haben dann den coolen Trick eigentlich gefunden, Nitrat ist ja NO3 und das O3 ist ja Sauerstoff. Die knacken das NO3 und nutzen den Sauerstoff. Aber die Logik ist, mit dem Sauerstoff müssen sie was anfangen, dass sie einen Energiegewinn am Ende haben. Und dafür müssen wir den Wodka beigeben und den veratmen sie dann letztendlich zu CO2 und Wasser. Das heißt also, sie müssen Energie aufwenden, um das Nitrat zu knacken und gewinnen aber mehr Energie, wenn sie den Wodka dann veratmen mit diesem Sauerstoff, den sie dabei gewinnen. Was jetzt? Ich muss gerade gucken. Und jetzt wird es besonders delikat. Der Schlapper, der hier rauskommt, ist reine Bakterienpampe. Wir hatten da auch schon Schläuche, die verstopft waren mit dem Zeug. Irgendwann haben wir festgestellt, die Pumpen, die transportieren gar nichts mehr. Warum? Ja, ganz einfach, weil wo viel Strömung ist, dann aerobe Bakterien den Wodka auch nutzen und richtig dicke Schlabbermassen ergeben. Wenn man dann den Schlauch leert, sieht es aus, wie wenn man in die Weißwurstproduktion einsteigen will. Ja, kennt man ja auf Steinen, wenn du Bakterienprobleme hast, dass sich genau solche Schichten bilden. Genau. Und genau um diese Folge im Becken, bei den Pumpen im Becken zu vermeiden, haben wir sogenannte Nachbrenner. Das ist jetzt nochmal ein Testlauf hier, der ist noch nicht ganz ausgefeilt, wo man einfach aerob den Restalkohol, der aus so einem Denitrator rauskommt, nochmal von Bakterien verbrauchen lassen, bevor die irgendwo sich ansiedeln und alles zuwuchern. Es gibt noch als Thema Heizung und Kühlung. Ach genau, ja, dann lass uns da weitermachen. Da müssen wir jetzt ein bisschen, ich glaube, ich kann das jetzt mal rausholen, dann können wir da leichter nach hinten. Aber das will ich auch noch hier thematisieren, weil das ist unsere Kalkzufuhr letztendlich dann im Becken. Okay. So, jetzt wird es ein bisschen eng. Letztendlich, wenn dann alles durchmarschiert ist, nee, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe noch was vergessen vorher. Jetzt hätten wir vorher einfliegen müssen, Entschuldigung. Ja, du kannst das auch reinschmeißen einfach. Ja, wenn wir jetzt hier rüber gehen, sieht man, dass da drüben das Wasser durch selber gebastelte Rieselfilter marschiert. Letztendlich brauche ich an dem Haibecken keinen Rieselfilter, um Ammoniak abzubauen oder Nitrit, sondern das dient nur dazu, den Gasüberdruck von den großen Abschäumern rauszunehmen. Sonst hat man das Problem, dass an den Strömungspumpen durch Kavitationskräfte lauter Luftbläschen rauskommen, weil ein Gasüberdruck im Wasser drin ist. Also hast du überall Schwebestoffe im Wasser bzw. halt kleine Bläschen. Luftbläschen, das sind Gasbläschen tatsächlich. Genau. Und die Gasblasen eliminieren wir, indem wir einfach den Gasüberdruck der Abschäumer durch Verrieselung wieder absenken. Und ansonsten haben wir jetzt hier Zuleitungen für Heizung und Verkühlung. Und das sind sogenannte Schwimmbadfilter aus Kunststoff dann, das sieht man jetzt hier aber gar nicht, im Wasserkreislauf drin. Und das ist die letzte Station, bevor dann das Wasser wieder nach oben ins Becken geht. Es ging dann so weiter, dass wir das Becken eingerichtet haben und eigentlich wollte man einen Kalkreaktor einbauen ins Becken. Dann haben wir keinen großen Kalkreaktor gefunden. Es war schwierig, was in der Dimension herzukriegen. Und die Kalkzehrung der Korallen kam dann schon. Und eine schnelle Methode ist dann natürlich die Balling-Methode. Und so haben wir beschlossen, so ganz auf die Schnelle mal die Zugabe Calciumchlorid und Natriumhydrogencarbonat als Balling-Methode, Balling Light, zu machen. Das Becken verbraucht im Moment ungefähr 6 Kilo Natriumhydrogencarbonat und 6 Kilo Calciumchlorid pro Woche. Boah. Das heißt, wir haben schon eine enorme Kalkproduktion auch in dem Becken drin. Und das läuft jetzt so, dass wir in dieser Tonne einfach das Calciumchlorid in Meerwasser lösen. Und wenn es gelöst ist, dann einfach so über ein paar Stunden reinlaufen lassen. Wie es sich gehört, morgens
quasi die Carbonathärte, also Alkalinität erhöhen mit Natriumhydrogencarbonat und abends geben wir dann Calciumchlorid dazu. Nie gleichzeitig, sonst fällt das Ganze gleich als Kalk aus. Also das ist letzten Endes eure kleine, aber feine Dosieranlage. Ja. Na so ganz entspannt. So, wir haben ein bisschen Tropikmarinsalz gefunden. Oh ja, Hannes. Ein bisschen haben wir hier tatsächlich. Früher war ja unsere Methode, dass wir mit solchen Säcken dann immer in 1000 Liter Bütten alles angerührt haben mit einem Paddel. Das geht in der Dimension, in der wir jetzt arbeiten, natürlich nicht mehr. Das heißt, unsere Päckchen sind etwas größer und wiegen 500 Kilo. Und die 500 Kilo muss man dann hochheben mit einem Seilzug. Das geht über die Übersetzung ganz gut. Übrigens alles Edelstahl. Sogar die Fette sind biologisch abbaubar, die da zum Schmieren verwendet werden. Nee. Dann wird der ganze Salzsack hochgehoben und kommt in das, was manche Leute vielleicht für meinen Whirlpool halten hier. Ja. Es ist also ein Becken, in dem ungefähr 15.000 Liter Wasser Platz hat. Weil man muss ja erst mal berechnen, wie viel Wasser brauche ich, um dann Meerwasserkonzentration zu bekommen mit 500 Kilo Salz letztendlich. Und die Antwort ist ganz grob, 12.000 Liter sind es am Ende. Wir geben also erst Wasser rein, immer erst das Wasser reingeben, Osmosewasser über ein Zählgerät, das da hinten vielleicht zu sehen ist, das blaue Kästchen da oben, ist das Zählgerät, das ganz genau auf den Liter dann so und so viel Osmosewasser reingibt. Dann wird es hochgehievt, man lässt es reinrieseln und im Becken selber läuft eine Strömungspumpe, die identisch ist zu den Pumpen im Haibecken selber auch. Okay, also die ist da irgendwo unten? Die sitzt da unten. Ah ja, genau. Ja, das ist Salz anmischen XXL, ne? Genau. Und wir haben dann hier eine digitale Einheit, ja, die immer informiert, also was für ein Wassergrad drin ist. An Modernität kaum zu übertreffen. Kaum zu übertreffen, sagt. Funktioniert immer zuverlässig, sogar bei Stromausfall. Und letztlich im Moment nur Osmosewasser, 11.000 Liter drin. Und dann geht Salz rein, das ist nicht eingeregelt. Dann misst man den Salzgehalt und gibt nochmal Süßwasser nach, sodass es passt am Ende. Wenn wir dann das Wasser eingeregelt haben, hier unterscheiden wir übrigens tropisches Meerwasser vom Mittelmeerwasser, weil wir es eh unterschiedlich lagern, leisten wir uns tatsächlich den Luxus, dass das Mittelmeerwasser bei uns auch einen etwas höheren Salzgehalt hat, so wie im Mittelmeer auch. Im Mittelmeer ist der Salzgehalt höher. Ja. Ich hätte sogar gedacht, dass im Mittelmeer, ähnlich wie man das jetzt aus Ostsee und Nordsee kennt, der Salzgehalt etwas niedriger ist. Das ist eine beliebte Prüfungsfrage von mir bei meinen Schülern. Es ist ja so, dass nur ein Binnenmeer, das ja vom großen Ozean, also Atlantik, Pazifik und so weiter, separat ist, einen anderen Salzgehalt haben kann. Ist die Straße von Gibraltar. Genau, und die Abweichung hängt dann einfach davon ab, ob jetzt mehr Verdunstung stattfindet, als Süßwasser reinkommt. Ne? Süßwasser in Form von Regen oder von Flüssen. Ostsee ganz extrem, viel Süßwasser, wenig Sonne, man kennt es vom Urlaub. Nordsee auch noch auf dem Level. Mittelmeer hat tatsächlich schon mehr Verdunstung als Süßwasserflüsse reinkommen und ist doch das mit einem etwas höheren Salzgehalt, wie das Rote Meer übrigens da noch extremer dann. Ne? Ja, Rotes Meer wusste ich. Genau, genau. Auch Mittelmeer auch schon. Und da hinten also, geht es eigentlich weiter, weil genau. Da hinten sind Monstertanks. Genau. Also ist so, wenn das Wasser eingeregelt ist, kommt es in Tankbatterien mit 4000 Liter Tanks. Wir haben dann 20.000 Liter Mittelmeerwasser vorrätig, das gekühlt wird auch, dass wir keinen Temperaturunterschied haben, wenn es ins Aquarium reinkommt. Und 24.000 Liter tropisches Meerwasser, das dann 25 Grad hat. Von da aus geht dann die ganze Logistik über Rohre in die Aquarien beim Wasserwechsel und so weiter. So, das war's jetzt mit dem Technikvideo aus dem Naturkundemuseum heute, Hannes. Vielen, vielen Dank für all die Informationen. Und ich glaube, die wenigsten von euch hätten gedacht, dass wirklich so ein extremen Technikaufwand vonnöten ist, um das System zu betreiben. Mit viel selber gebastelt. Man sieht, auch in der Dimension wird noch gebastelt. Was sind die nächsten Schritte? Wo sagst du, da könnte man noch ansetzen, um das Ganze noch effizienter zu machen oder vielleicht noch zu verbessern von der ganzen Funktion? Also unser Hauptansatz ist tatsächlich der Ausgang von den Nitratfiltern, dass wir irgendwie automatisiert diesen Schlabber wegkriegen. Ja. Das war doch so ein Wunsch, weil das ist so eine eklige Story auch. Ja.
Aber das ist wirklich die Hauptbaustelle. Ansonsten, ja, der Rest funktioniert gut. Ihr habt ja auch viel LED und alles, ne? Ja. Es gibt ja auch viele Aquarien, die haben wir ja auch schon gesehen, mit HQI und wo es dann um Stromersparnis geht, etc. Ja, pp. Das Problem ist ja schon hier gelöst worden, wenn du so willst. Ja, das kam einfach durch den Termin zustande. Ja. Es war eine Zeit, in der man LED schon machen konnte. Wir haben ja viel rumprobiert und es läuft jetzt auch gut damit. Ja, top. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hannes, vielen, vielen Dank. Gerne. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Ciao.